Die Linke. Ja, Frau Präsidentin, ich möchte eine persönliche Erklärung abgeben, warum ich gegen diese hier vorliegende Beschlussvorlage stimmen werde. Und das ist für mich auch eine sehr persönliche Angelegenheit. Sie von Union, von Grünen und von SPD haben im Ausschuss der Aufhebung der Immunität von Karin Ley und Michael Leuter zugestimmt. Sie behandeln das als eine rein formale Angelegenheit und vielleicht haben Sie rein formalistisch gesehen damit auch recht. Aber hier handelt es sich eben nicht um eine formale Angelegenheit. Und das, was wir in Dresden jahrelang am 13. Februar erleben mussten, war alles andere als eine Formalie. Jahrelang habe ich mich geschämt als Dresdnerin, weil am 13. Februar meine Heimatstadt zum Aufmarschgebiet für den europaweit größten Nazi-Aufmarsch wurde. Jahrelang mussten wir erleben, wie die Nazis das stille Gedenken der Dresdner missbraucht haben für ihre Form von braunen Geschichtsrevisionismus. Und wissen Sie, wir hatten dabei immer Gegenaktionen. Kundgebungen mit Kerzen, die waren natürlich symbolisch richtig, aber das wirkte so verdammt hilflos angesichts der Fackelzüge, der braun ungehindert durch die Dresdner Innenstadt gezogen ist. Und vor diesem Hintergrund war ich verdammt froh, als ich endlich ein breites Bündnis gefunden hat, was gesagt hat, das müssen wir ändern. Tausende, Jahrzehntausende haben sich entschieden, wir stellen uns den Nazis friedlich, aber entschieden in den Weg. Und darunter waren auch Karin, Micha, ich und viele weitere Abgeordnete aus unterschiedlichen Fraktionen. Und wenn man weiß, wie sich die braune Gewalt, ja, auch aus anderen Parteien, wenn man weiß, wie sich die braune Gewalt in Sachsen ausgeweitet hat, wenn man, wie ich, erlebt hat, wie diese braune Brut ungehindert durch die Dresdner Innenstadt zieht, dann konnte man sich an diesem Tag nicht hinter Formalien verstecken. Da gab es einfach etwas, das war größer. Und in mir hat alles gerufen, hier musst du deinem Gewissen folgen, hier musst du Gesicht zeigen. Und hier kannst du nicht fragen, ob jede Sitzblockade auch wirklich genehmigt ist. Und ich bin froh, dass viele so gedacht haben. Und die vielen haben dabei viel auf sich genommen. Es war verdammt kalt an diesen Tagen. An vielen Kreuzungen gab es keine Toilette, drückende Blase, kalte Füße. Das war echt sozusagen das Mindeste, was man in Kauf genommen hat. Heute geht es um die Aufhebung der Immunität von Karin Ley und Michael Leuter. Da ich mit beiden auf derselben Kreuzung war, weiß ich, dass Abgeordnete, auch Abgeordnete anderer Fraktionen dabei waren. Und natürlich steht die Frage im Raum, warum geht es heute um die Aufhebung nur deren beiden Immunität? Die Antwort ist ganz einfach. Es war ein NPD-Anwalt, der im Nachhinein Zeitungsfotos angeschaut hat, um willkürlich Strafanzeige gegen bekannte Gesichter zu erheben. Also ein Anwalt jener Nazi-Partei, deren Vertreter im Sächsischen Landtag vom Bombenholocaust gesprochen haben. Damit hat er eines der schlimmsten Menschheitsverbrechen der Geschichte verharmlost. Können Sie sich vorstellen, wie das klingt in den Ohren der jüdischen Gemeinde? Wir hatten in Dresden einst eine sehr reiche jüdische Gemeinde mit 5000 Mitgliedern. Nur 41 davon haben den Holocaust überlebt. Und Sie müssen sich heute Hohn und Spott von den Nazis gefallen lassen und deren Anwalt erhebt jetzt eine Strafanzeige. Und ich finde, mit solchen Nazi-Anwälten darf man sich einfach nicht gemein machen. Ja, Sie schütteln den Kopf, weil Sie das offensichtlich immer noch als eine Formalie behandeln. Und ich sage, Teile der sächsischen Justiz und der sächsischen Polizei sind das offensichtlich anders als ich. Sie sind verdammt eifrig darin, wenn es darum geht, die antifaschistische Zivilcourage zu kriminalisieren. Reden wir über den Fall vom Pfarrer König. Dieser musste inzwischen eingestellt werden, weil man festgestellt hat, dass die Polizei entlastende Beweise einfach mal unterschlagen hat, weil man festgestellt hat, dass einseitig ermittelt worden ist. Einem jungen Familienvater drohen jahrelange Haftstrafen. Flächendeckend wurden zehntausende Leute einfach mal die Handys überwacht, die Telefone überwacht. Und wissen Sie, andererseits versagt eben jener sächsische Sicherheitsapparat, wenn es darum geht, Opfer von brauner Gewalt zu schützen. Sie haben sicherlich alle von dem jungen Paar gehört. Sie waren einfach bekennende Antifaschisten. Nazis sind in ihre Wohnung eingebrochen, haben der Frau sogar eine Vergewaltigung angedroht. Und die sächsische Sicherheitsbehörden wussten nichts zu deren Schutz zu tun. Sie mussten umziehen, mussten ihre Stadt verlassen. Ich finde, wenn man das einmal gegenüberstellt, den Eifer bei der Verfolgung und Kriminalisierung von antifaschistischer Zivilcourage auf der einen Seite und das jämmerliche Versagen, wenn es um den Schutz von Opfern brauner Gewalt geht, ich muss sagen, da fehlen mir jegliche zivilisierte Worte. Das finde ich sowas von beschämend und peinlich. Ich komme zum Schluss. Die heutige Immunitätsaufhebung
ist nur ein Mosaikstein in diesem größeren Gebilde. Und deswegen stimme ich dagegen. Und als Dresdnerin und als Demokratin sage ich Dankeschön. Ein Danke an all jene, die trotz Schikane, trotz klirrender Kälte mit dazu beigetragen haben, dass der europaweit größte Nazi-Aufmarsch in Dresden Geschichte wird. Ja, auch in Zukunft muss gelten, kein Fußbreit den Nazis. Dankeschön.